Sahneball von Mario Bratte auf Müde, nimmt ihn direkt und der geht das, haben wir gehört. Und der Abschluss, da kommt direkt ein Gegner angeflogen. Den Ellbogen gegen den Unterkiefer. Ganz viel Druck auf den Schultern, Flo legt ab, Boris schießt. Yo! Willkommen zum nächsten Kreisligaspiel. Leider ist die Siegesserie letzte Woche gerissen, aber wir müssen jetzt wieder eine neue starten. Das hat den Holzi so demotiviert, dass er heute gar keinen Bock hat auf das Spiel. Ja, ihr macht das mal schön, ne? Ihr macht Die Leute glauben das langsam nicht mehr, deswegen müssen wir hier live ein Interview führen. Ja, der Holzi okay. Ist mal ausnahmsweise nicht im Urlaub. Er ist da, aber er wird trotzdem nicht spielen. Woran liegt das? Es hört sich ein bisschen komisch an, aber ich bin heute Morgen aufgestanden und ich habe einfach gekotzt. Also ich hatte gestern Abend noch Thunfischsalat, ne? War dann noch im Fitnessstudio. Heute Morgen ging es mir irgendwie nicht so gut, seitdem nichts mehr gegessen. Tabletten gegen Übelkeit genommen und ja, mein Fuß ist noch ein bisschen mitgenommen von der ein oder anderen Schmerzball-Challenge, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Ja, also ihr hört, die Liste nimmt kein Ende. Die Liste nimmt kein Ende. Er meint, es ist todesernst. Er hat es auch in unsere Gruppe geschrieben. Das ist Real Talk. Soll ich mal anhauchen? Nee, Lars Kotzi, neuer Name auf jeden Fall. So bin ich auf jeden Fall keine Hilfe. Ne? Also sonst bin ich ja auch keine Hilfe, aber so erst recht nicht. Dann weißt du? Heute von der Bank wieder in der Luft. Genau, genau. Da oben bin ich. Yannick für Holzi. Ja. Mühe fühlt sich nicht 100%. Total. Ja, wenn man selber verschissen hat. Ich habe schon versucht, aber ein bisschen. Aber das war sein Argument auch. Ne? Also der ist wirklich mental gerade nicht so 100% da. Ach, ich werde gleich mal mit dem reden. Aber Yannick auf jeden Fall IV rein. IV. Der meinte, ganze Woche hat er das scheiße gefühlt. Aber mein Junge, denk mal lieber an die ganzen geilen Spiele, die du gemacht hast. Halt, der meint halt auch, dass es für die Mannschaft nicht so sinnvoll ist. Es ist für die Mannschaft nicht sinnvoll, wenn du jetzt nicht spielst. Warum? Weil du Qualität hast. Ja. Du schießt halt nur keinen Elfmeter. Fertig. Ja. Yannick hat auf jeden Fall die beste Statistik aus der Mannschaft. 3 Spiele komplett gespielt, einmal eingewechselt, alle verloren. Deswegen, heute muss ich das auf jeden Fall. Und alle anderen gewonnen, wo ich nicht da war. Und alle anderen gewonnen. Oh, los. FC Hellas, kenne ich gar nicht. Den Gegner, ist auch scheißegal. Ich werde nicht viel darüber erzählen jetzt. Wir können nicht schießen. So, das ist das Problem. Wir können nicht schießen. Wer wirklich 7-8 mal vorm Tor ist innerhalb des 16ers und wirklich mit 1,5 km/h, das ist schon schlecht. Also muss ich auch sagen. Wird das hier trotzdem durchläuft oder wenn der das eure gibt Ärger. Oh, macht der Pokerface noch, Alter. Tut das jetzt nicht gehört, das nicht gehört. Ref, mach auf, ihr hört zu bitte. Im Endeffekt müssen wir gucken, egal auf welcher Position, ob es RV ist, LV, IV. Scheißegal. Bruder! Kann ich mal auflegen? Bruder, in der Tasche ist so viel drin, ich finde das verbinden. Der geht jetzt noch dran. Okay, ganz kurz nochmal, dann bin ich auch durch. 346 Minuten später. Und dann auf ein gutes Spiel auf jetzt. Das Geilste hier an dieser Anlage, an diesem Platz ist der 5-Kilometer-Marsch zum Kunstrasen. Also wirklich, schon total außer Atem, bis wir da sind, ne? Traktor? Ja. Alter, der nächste Mal kommt der ohne Stutzen. Scheiße. Sieht er nur diese Schiebeschoner an. Boah, der Junge weiß nicht mehr, wie man Stutzen anzieht, Alter. Das kann ja was werden heute. Er hat noch nie diese Stoppersocken an. Stopper. Der denkt, der ist Trampolinhalle, Alter. Locker, nochmal rein da. Ja, sieht gut aus, sieht super aus. Eigentlich sieht es nicht gut aus, aber wir müssen die Jungs auch mal motivieren, ne? Schön, Andy. Sieht ja super mal heute aus, ey, wow. Ja, gut. Habe ich gesagt, dass das heute super aussieht. Komm, Männer! Männer, komm mal in den Kreis hier rein. Und wie immer möchte der Andrew vor diesem wichtigen Spiel was sagen. Er hat sich eine kleine Rede überlegt. Was war das nochmal? Alles gut. Ja, Flo möchte was sagen. Flo? Konzentration, keine großen und langen Worte. Wird körperlich anstrengend, körperlich hart. Die sind hierher gekommen, haben die letzten Spiele nicht so performt. Die wollen heute alles wieder gut machen. Und da müssen wir jetzt wach sein und gegenhalten. Wir sind da! Komm, Jungs, pusht euch, jawohl. Und damit starten wir rein hier in das nächste Auswärtsspiel gegen Hellas. Und die spielen heute tatsächlich in den hellen Trikots. Ja, das passt ja mal. Was natürlich nicht passt, ist unsere Anschlusstaktik. Die geht mal wieder nicht auf.
Den ein oder anderen aufmerksamen Zuschauern kommt dieser Platz auch bekannt vor. Wir haben schon öfters da gespielt und konnten noch nie gewinnen. Und der Torwart fängt in der ersten Minute schon mit dem Zeitspiel an. Mario Versace in seinem lila Outfit spielt den Ball hier zu Willi Orban. Und Willi Orban spielt den Ball hier nach vorne. Aber da steht hier der Türsteherholz hier im Weg. Da können wir nicht viel sehen, deswegen sagt Mo dem jetzt hier Bescheid. Aber der klärt den erstmal auf, dass der hier stehen muss und der Mo anders hin muss. Ich bin der Assistent. Du kannst da stehen. Einwurf von uns Richtung King Louis und der Gegner fällt durch King Louis Alkoholfahne in Ohnmacht. Gute Besserung. Befreiungsschlag hier vom Gegner nach vorne und da müsst ihr jetzt gleich genau hingucken, denn Louis rennt jetzt hier in den Gegner rein und der Gegner in Louis sieht man nicht so ganz, aber die haben sich auf jeden Fall ordentlich umgehauen. Gute Besserung 2.0. Knock. Was macht der da wieder? Hast du gesehen? Ich hab's leider nicht mehr gesehen, weil ich mich gerade auf die Drohne konzentriert bin, Alter. Was hat der wieder gemacht? Eiskalt, der hat Internet-Lags, der Louis, Alter. Mühe am Ball, unser stabilster LV versucht es jetzt alleine, verliert aber den Ball und das ist eine gefährliche Situation. Hellas schaltet schnell um, das könnte der Konter sein von den Männern in Weiß, aber Mühe macht Meter zurück, kriegt den Bodycheck ab und das ist ein Freistoß für uns. Ja, du musst jetzt umschalten, weil du hast Einwurf jetzt hier für Hellas auf der anderen Seite. Der Ball wird einfach mal wieder straight nach vorne gepölt. Der Gegner nimmt ihn an, aber Hayati ist sofort da. Wir gehen auf die Drohne. Hayati spielt hier einen schönen Ball für Spidey. Der nimmt ihn an und nimmt hier hinten nochmal Andrew mit. Der hat ein bisschen Platz. Bringt den Ball jetzt hier in den 16er hinein. Aber der Torwart ist da und macht natürlich erstmal wieder ein Nickerchen auf dem Boden. Ne? So gehört sich das. Der Ball wird vom Torwart nach vorne gepölt, ditcht einmal im Mittelfeld auf und springt direkt zu Hayati. Der kann nicht einfach den Pass spielen, nein, er muss immer was Besonderes machen, verliert aber leider den Ball an Nummer 8. Nummer 8 spielt auf Nummer 7 und der geht jetzt straight Richtung Tor, aber Mario mit der ersten Glanzparade hält die Null. Einwurf jetzt hier der griechische Holzi und der Kollege macht das hier erstmal gut, setzt sich hier durch, aber Boris schaltet direkt um, kommt jetzt hier in den Ballbesitz, ja, geht hier auch direkt ins Dribbling, macht hier gute, wichtige Meter nach vorne und Spidey legt den Ball hier zu Pablito, der hat das Auge hier für Andrew, für diesen Ball hier in den Lauf, sehr gut, da müssen wir nur auf die ganzen Blätter aufpassen, die da hinten liegen, ne? Andrew spielt jetzt auch nochmal hinten rum auf Pablito, der bringt die Flanke in den 16er, wird durchgelassen, bis da keiner mehr ist. Nächster Angriff von uns, jetzt haben wir uns langsam eingespielt und warm gespielt. Willi Orban spielt die Pille auf Boris. Boris dreht sich nochmal, das ist eigentlich ein Foul, aber er spielt weiter, er ist nicht umsonst die Bestie. Taki am Ball, sieht, ich starte durch, aber Andrew ist auch da, wir sind uns nicht einig, wer den Ball nehmen soll und am Ende hat ihn der Grieche. Eckball jetzt hier, FC Brotatatas und das ist so eine Ecke, ja, da würde Hans Sape fuchsteufelswild werden, ja. Da müssen wir direkt schon wieder auf den Konter aufpassen, aber Mühe fängt hier den Ball ab, geht hier direkt mit dem Ball spazieren nach vorne, spielt den Pass hier auf Louis, Louis einen weiter, aber der ist halt auch zu weit. Jetzt langsam haben wir das Spiel dominiert, wir wollten einiges wieder gut machen nach der letzten Niederlage. Boris mit dem Ballgewinn, Doppelpass mit dem Gegner, da gibt es einen kleinen Check, Andrew ist jetzt im 16er am Ball, legt den Ball nochmal in den Rückraum, aber das war zu rückwärts in den Raum. Willi Orban spielt den Ball jetzt hier raus zu Hayati und Hayati geht hier auf den Torabschluss. Wo ist denn der Mario Bratte da unterwegs? Ja, hat ihn mal getestet, aber das macht Mario natürlich überragend hier. Das wär's noch gewesen. Yannick spielt jetzt hier den Ball nach vorne, sieht da den Andrew. Andrew nimmt den Ball an, da kommt direkt ein Gegner angeflogen. Ey, ich glaube, da brauchen wir nochmal eine Slow-Mo. Das sah zu geil aus. What the hell? Ist auch eine stabile Rückennummer für einen Keeper, ey. Da muss ich ja schon ein bisschen schmunzeln. Unsere Ecken an dem heutigen Tag mal wieder bodenlos. Da haben wir leider nicht dran gearbeitet. Ecke hieß eigentlich immer Konter vom Gegner, wie jetzt auch hier. Alles ist frei, keine Absicherung. Langer Ball, aber ist das ein Torschuss oder ein Pass? Man weiß es nicht. Ja, da wäre Hans Sapel wieder sauer, ne? Immer auf den ersten Pfosten bringen. Andrew ist da hinten bei den Blättern unterwegs, spielt den Ball hier zurück zu Hayati. Der bringt den Ball in den 16er. Louis kommt da sogar noch per Kopf dran, sieht man nur kaum, aber geht halt leider nicht aufs Tor. Schneller, doppelt. Bring ihn. Schöner Ball. Schade, Louis. Schade, Louis, ey. Hätte er gestern nicht so viel Bier getrunken, ne? Dann wäre das Ding reingegangen. Na,
Wieder ein seltener Angriff von Hellas, den Boris aber sofort abfängt und den Konter einleitet über Andrew. Andrew spielt den Ball nach außen auf Luis. Luis, Pablito, Pablito, Taki. Und Taki ist in der eigenen Hälfte und denkt sich, come on. Taki, Taki, Rumba startet den Motor und läuft hier dem Gegner einfach davon. Ich warte im 16er, aber Taki will es komplett alleine machen, spielt den Ball da auf die andere Seite, aber der war angeblich im Aus. Taki macht alles. Taki macht alles. Taki macht alles. Taki. Oh mein Gott. Der war nicht im Aus. Der war nicht im Aus. Der war niemals im Aus. Hast du es drauf? Ich glaube, der war im Aus. Nein, Alter. Abstoß hier vom gegnerischen Keeper und der Ball wird hier auch nochmal per Kopf verlängert und wird dadurch ganz schön gefährlich. Wir müssen da nach hinten und das ist hier mal wieder ein hartes Einsteigen hier von unserem Traktor. Der Schiri pfeift sofort. Es gibt jetzt erstmal die gelbe Karte und zum Glück nur einen Freistoß. Ja, da bin ich mir immer noch nicht ganz so sicher. Zum Glück nicht innerhalb, Alter. Oder von hier kannst du nicht sehen, wo der 16er-Raum ist. Ich dachte, er ist 11 Meter, aber war zum Glück vor der Linie. Ach du Scheiße, der hat den ja voll gefällt. Da ist das Glück auf jeden Fall mal auf unserer Seite und dieser Freischuss bringt zum Glück auch keine Gefahr Richtung Tor. Wieder ein weiter Ball hier vom Keeper von Hellas, der wieder per Kopf verlängert wird. Das hier ist eine Reverse-Arschannahme, funktioniert aber erstmal. Der Kollege dreht sich auf, will hier schießen, aber Taki rennt zum Glück noch davor und blockt. Mü steht hier am Ball und wird jetzt hier einen Freistoß bringen. Ja, wir stehen alle hier schon im 16er und der Eierschädel von Luis haut den Ball hier wieder komplett nach hinten. Ja. Da müssen wir natürlich jetzt hier auf den hohen Ball und den Konter aufpassen. Aber Willi Urban macht das hier überragend, ist direkt hier am Ball und behauptet ihn auch. Sehr schön. Langer Ball vom Keeper, das war auf jeden Fall hier das Motto von Hellas. Und Yannick mit einer ganz neuen Art des Kopfballs, den köpft er in den Boden rein. Funktioniert aber, wir sind im Ballbesitz. Hayati hat den Ball, spielt auf Taki. Taki lässt die Gegner ein bisschen aussteigen, ein bisschen tanzen, wieder zurück auf Hayati. Hayati sieht Boris da, der sehr weit vorne steht, der will den Doppelpass mit Hayati, aber der Gegner passt auf und holt sogar den Freistoß raus. Yannick spielt den Ball hier zu Hayati, will hier erst wieder aufs eigene Tor schießen, entscheidet sich aber dann doch für den weiten Ball hier auf Flo. Flo geht hier ins Dribbling, verliert hier leider den Ball und jetzt wird es auf jeden Fall brenzlig, denn die Griechen gehen hier mit schnellen Schritten nach vorne, legen den Ball hier an Mario vorbei, rüber, aber Hayati rettet hier noch irgendwie kurz vor der Linie. Das ist ja unglaublich. Hundertprozentige Chance vereitelt. Ich habe doch gesagt, das Tor kommt noch. Was? Wie haben wir den denn noch? Holy! Ich glaube Hayati oder so. Hayati, kann das sein? Hat den Ball da auf der Linie oder kurz vor der Linie gerettet. Der Kollege war sogar noch am Schießen, aber er kommt mit dem Fuß davor. Oh mein Gott, Alter. Geisteskrank, ey. Richtig, richtig wichtig. Okay, man muss sagen, da hätte es eigentlich schon einmal in unserem Kasten klingeln müssen, weil wir zu unkonzentriert sind und immer irgendwelche Tricks und Show machen wollen, verlieren hier wieder den Ball und Hellas schaltet einfach schnell und gut um. Aber Willi Urban hat halt auch seinen dicken Äumel dazwischen. Der Ball springt hier gerade ein bisschen im Mittelfeld herum. Wir erobern ihn dann wieder. Boris spielt jetzt hier auch einen langen Pass, aber da ist niemand und deswegen gehen wir auch erstmal in die Pause rein. Mario uns wieder zweimal absolut den Arsch gerettet. Und wir kriegen da vorne wieder nichts hin, obwohl die echt nicht viel drauf haben. Aber wir heute auch nicht. Einfach nur Scheiße. Wir laufen gar nichts. Alles gut? Trink! Trink! Ich habe! Nicht mich anspucken! Wie läuft's? Nicht gut. Gar nicht gut. Ich habe, glaube ich, noch keinen Ball am Mann gebracht. Ist nur Arsch heute. Wirklich. Die sind kacke. Die sind kacke. Also wir sind viel besser. Aber die haben halt drei dicke Chancen. Deswegen sehen die nach der besten Mannschaft aus. Wir erlauben uns so dumme Fehler. In dieser Halbzeit, 15 Minuten, da sind wir gerade mal hinten angekommen. Da können wir direkt schon wieder zurückgehen, Alter. Oder wir machen Reise nach Jerusalem hier. Momentan ein bisschen deprimiert gerade die Stimmung. Ja, 0-0. Vielleicht waren wir jetzt gerade ein bisschen am Schwimmen. Aber ich sag, das ist ein offenes Spiel. Wir können hier locker noch drei Punkte holen. So ist es nicht. Kann man noch gewinnen? Ich denke schon. Ja, wir schießen noch ein Tor. Wer schießt? Hey, wir geben die 2-0. Wir spielen nicht Katastrophe. Jetzt nicht falsch verstehen. Ich glaube, die ersten 30 Minuten dominieren wir die. Wir machen die halt stark durch individuelle Fehler, die natürlich durch den Spieler in dem Moment passieren, was, wie gesagt, immer passieren kann, ne? Wir sind Menschen, das ist alles in Ordnung. Wichtig ist, wie reagieren wir? Bleiben wir stehen oder gehen wir hinterher? Am Anfang immer stehen geblieben, bis wir gecheckt haben, ist frei durch. Ich glaube, Hayati rettet den Eingang überragend auf der Linie noch mit den Jungs. Gut sind die nicht, aber heute sind wir auch nicht gut. Und trotzdem sage ich, darf man hier nicht mit 0-0 in die Pause gehen. Wir haben keine Torschuss rausgespielt, oder verpöre ich mich? Ihr merkt, wie ekelhaft die spielen wollen. Hier, kleine Berührung, Schauspiel, her. Ich bin trotzdem stolz auf euch. Warum? Ich bin immer noch Kreisliga B. Das erste Jahr.
Also nicht vergessen, klar, wir können mehr erreichen. Dennoch spielen wir eine sehr gute Rolle. Haben ein, zwei Mal Glück, gehört dazu. Aber dieses Glück haben wir uns auch irgendwie verdient. Und deswegen gehen wir jetzt raus, machen es deutlich besser und fahren mit 3 Punkten hier nach Hause. Ist das klar? Dann starten wir mal in diese zweite Halbzeit, in der auf jeden Fall das ein oder andere Törchen fallen wird. Also bleibt dran. Hayati spielt den Ball jetzt hier zu Boris der Bestie. Ja, der guckt nach vorne, spielt hier einen langen Ball und über Umwege kommt der Ball hier genau in den Lauf für Mühe. Der nimmt ihn hier an, geht jetzt hier in den 16er und wird da umgehauen. Da war auf jeden Fall ein Kontakt und der war auch innerhalb, aber Schiedsrichter lässt er erstmal laufen. Da gucken wir nochmal genau hin. Schiri, der kommt doch sonst zum Schuss! Unglaublich, Alter, das ist echt unglaublich, wirklich. Also hier läuft Mühe in den 16er hinein, da ist der Kontakt an seinem rechten Bein, deswegen kann auch nicht weiterlaufen und davor wurde der Ball doch noch gar nicht berührt. Kein Vorwurf an den Schiedsrichter, ist natürlich auch sehr, sehr schwer zu erkennen, aber ja, da muss man, glaube ich, schon für Elfer geben, oder was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Am Ende des Tages ist das vielleicht die ausgleichende Gerechtigkeit, weil Hellas auch kein Elfer bekommen hat in der ersten Halbzeit. Wir spielen hier ein bisschen Ping-Pong in unserem eigenen 16er, Hellas immer noch im Ballbesitz und wir haben da wirklich riesen Lücken. Teilweise mitten vorm Tor. Nummer 7 kommt hier frei an den Ball, aber Takis Oberschenkel ist dazwischen. Andrew ist mit dem Ball jetzt hier auf der anderen Seite unterwegs. Ja, spielt den Ball hier nochmal in die Mitte zu Luis. Wir gehen hoch auf die Drohne. Ja, Luis spielt den Ball hier genau dazwischen. Gegner kommt noch ran, aber Andrew ist trotzdem am Ball, geht am Gegner vorbei, legt ihn sich leider zu weit vor und deswegen Situation erstmal geklärt. Schade, Andrew. Sehr gut. Sehr gut, komm weiter. Immerhin Ecke danach und diese Ecke bringt Pablito auf Luis Kopf. Der köpft aber, ja, der Keeper hat ihn und fällt direkt wieder in seinen Schlaf hinein. Abwurf vom Keeper und jetzt geht's wieder schnell bei Hellas. Vorher gibt's aber noch einen schönen Ellbogen gegen den Unterkiefer von Mühe. Auch schwierig, das nicht zu pfeifen. Hellas bleibt im Ballbesitz und die Außen sind schnell, das wissen wir, das haben wir gehört. Und der Abschluss ist zu mittig für den Bratte. Mario Versace ist hier wieder am Ball. Ja, spielt den Ball hier erstmal zu Flondrin, unserem Traktor. Der spielt den Ball nach vorne hier zu Mühe. Der will sich aufdrehen. Ja, kriegt direkt hier einen vorm Knie. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Spiel läuft aber erstmal weiter. Andrew erkämpft sich hier den Ball. Spielt den Ball nach außen auf Pablito. Das sieht eigentlich nach einem guten Angriff aus. Ja, Pablito geht da vorbei, spielt den Ball nach innen. Aber Luis haut den hier raus, weil Mühe da immer noch auf dem Boden liegt. Ja, das hat wohl ein bisschen wehgetan. Aber immerhin konnte Mühe danach weitermachen und ist wieder aufgestanden. Mühe hat heute aber auch echt viel abbekommen, aber das hat dieser Platz auch so an sich. Hier wird es immer körperlich, hier werden sehr viele Ellbogen verteilt und auch die ein oder anderen Blutgrätschen. Flo versucht den Ball hier abzuschirmen wie Pogba an der eigenen Eckfahne, dann wird ihm der Ball aber geklaut, das ist natürlich gar nicht gut. In die Mitte gespielt zu Nummer 13 und der hat keinen schlechten Abschluss, der dreht sich aber raus. Mario Bratte jetzt hier mit dem langen Ball auf unsere linke Seite. Der Ball kommt hier schön durch zu Luis. Der nimmt einen Kontakt direkt hier zu Mühe. Mühe ist hier vorm Tor, schießt und der Keeper hält ihn, ey. Die Chance lebt tatsächlich noch, weil wir den Ball noch im Spiel halten. Aber jetzt dribbeln wir weg vom Tor und müssen wieder von hinten aufbauen. Sehr gut, Luis. Nimm ihn dir, Luis. Kommt jetzt. Was ist das, ey? Direkt geile Aktion hier schon wieder vom King Louis hier außen gehabt, ne? Einwurf jetzt hier von Boris, nah am gegnerischen 16er. Ja, Andrew lässt liegen für Hayati, der will ihn mitnehmen, aber wird hier zu Fall gebracht, kurz vorm 16er. Außer, wir kriegen immerhin den Freistoß. Spidey macht jetzt Kopfballtor, hat er mir gerade angezeigt, ja. Boris steht beim Freistoß bereit, aber der landet leider straight in der Mauer und das war's auch schon wieder. Wenn der Ball nicht ankommt, dann ist das natürlich schwer. Naja, dann vielleicht halt bei einer Ecke. Die bringt Pablito und springt zu unserem Traktor. Der ist ja total überrascht, dass er da an den Ball kommt. Versucht da irgendwie den festzumachen, aber verliert ihn. Und das ist wieder der Konter über den schnellen, blonden Jungen. Der spielt den Ball in die Spitze auf Nummer 7. Und das macht er überragend. Wir werden bei unserer eigenen Ecke ausgekontert. Und das ist das 1:0. Wir haben einen Eckball und werden ausgekontert. 1:0 für den Gegner. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das alles noch vor GTA 6, Alter. Eieiei, 1:0 also für den Gegner. Wir laufen jetzt hier dem Rückstand hinterher. Aber noch ist genug Zeit auf der Uhr. Ja, wir können noch Gas geben. Hellas macht das aber erstmal hier weiterhin gut. Ja, bauen hier direkt den nächsten Angriff aus. Der Ball ist ein bisschen weit, ist jetzt hier auch im Aus, wird aber nochmal scharf gemacht. Schiedsrichter pfeift ab und der Stürmer da regt sich so auf,
dass er hier tatsächlich noch eine gelbe Karte bekommt. Aber hier sehen wir, er regt sich zu Recht auf, der Ball war ja noch ganz klar drin. Nicht mal mehr 15 Minuten zu spielen und Hellas hat sich jetzt hinten reingestellt. Wollten dieses 1-0 verwalten. Sahneball von Mario Bratte. Auch müde, nimmt ihn direkt und der geht in den Winkel. Aber der Schiri entscheidet auf Abseits. So ein Traumtor kann er uns doch nicht wegnehmen. Ich kann nicht mehr zugucken, Alter. Das deprimiert mich. Einwurf Taki hier auf der anderen Seite. Erstmal zum Gegner, aber Taki holt sich den Ball direkt wieder. Ja, man kann sagen, hat Einwurf mit dem Gegner gemacht. Hayati zu Johnny. Johnny mit einem wunderschönen Ball da. Aber nope. Die kommen leider nicht mehr so ganz ran. Schade. Das war auch ein grauenhafter Tag von meiner Seite aus. Sorry dafür, aber nächste Woche wird besser. Ja, ja, ja. Unsere Innenverteidiger hatten heute Bock auf Dribbeln. Yannick verliert den Ball, aber unser Traktor wird zum Mähdrescher und senzt den Gegner und den Ball hier um. Rettet wirklich in letzter Sekunde. Flondrin ist hier mit dem Ball schon über der Mittellinie, spielt jetzt hier einen langen Ball auf Mühe. Der nimmt ihn an, da ist ein bisschen Hand mit dem Spiel, aber läuft mal weiter. Man kann ja auch mal Glück haben, ne? Er schießt, aber der Torwart kratzt ihn da noch aus der Ecke. Wow. Spiel weiter, spiel weiter! Oh mein Gott! Nächster Wechsel jetzt hier bei uns. Die Zitrone ist sauer und kommt hier aufs Feld und für ihn verlässt Willi Orban den Platz. Langsam aber sicher muss jetzt hier was passieren, wenn wir noch was reißen wollen. Aber heute scheint nicht so richtig zu funktionieren. Mühe spielt den Ball auf Hayati, der flankt ihn rein, aber der Torwart fängt ihn ab und begibt sich in seine Lieblingsposition. Papi hat schon wieder seine Pose. Doch dann haben wir plötzlich nochmal die Chance. Pünktlich zur 90. Minute kriegen wir einen indirekten Freistoß an der 16er Kante. Können wir hier jetzt wenigstens was draus machen? Oh mein Gott, Alter. Jetzt in der Nachspielzeit. Komm, knall das Ding rein da. Wir befinden uns jetzt hier schon in der Nachspielzeit. Ja, der Torwart stellt hier noch die Mauer. Der Schiedsrichter sagt auch nochmal was hier zur Mauer. Flondrin und Boris stehen jetzt hier für den Freistoß direkt an der 16er Kante bereit. Ganz viel Druck auf den Schultern. Flo legt an, Boris schießt und knallt das Ding in den Winkel. 1:1 in der Nachspielzeit. Ich werd doch bekloppt. Ja. 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 Geisteskranker Freistoß, Alter. Boris schweißt ihn da rein, Alter. Und jetzt holen wir auch noch da 2-1. Also sowas gab es selbst bei uns noch nie. Unglaubliches Spiel. Kann natürlich auch verstehen, dass die Griechen das nicht so geil fanden. Flo zum Kopfball, kriegt jetzt hier noch einen Fuß voll gegen den Kopf. Zum Glück hat er eine Birne aus Stahl. Und Johnny liegt auch auf dem Boden. Keine Ahnung warum. Taki haut den Ball jetzt hier weit nach vorne. Der Ball wird aber erstmal abgefangen und zurück in unsere Richtung geköpft. Wir müssen jetzt hier aufpassen auf unserer linken Seite. Und Flondrin, unser Traktor, zieht hier erstmal das Taktische. Das wäre jetzt natürlich klassisch Kreisliga, wenn wir noch den 2-1-Treffer aus diesem Freistoß kassieren. Aber da ist die Birne dazwischen und der Schiri hat auch genug jetzt von dem Spiel und pfeift ab. Hey. Für das Spiel, für den Verlauf ist das 1-1 okay. Nehmen wir auf jeden Fall den Punkt mit, ne? Oh Mann, Alter. Also, dass sich das denn hier in der 90. Minute so noch entscheidet, beziehungsweise wir da so den Punkt retten, das ist geisteskrank, Alter. Das ist aber, Bruder, man muss ehrlich sagen, die haben seit erster Halbzeit Zeitspiel gemacht. Erste Halbzeit hat der Torwart schon damit angefangen. Respekt, dass wir diesen Punkt geholt haben. Ich sag bis heute, der war maximal unverdient für die. Maximal unverdient für die, bin ich ehrlich. Aber sie machen es clever, weil wir wieder nach einer eigenen Ecke Scheiße umschalten. Fertig. Ist egal, nächste Woche passiert uns das nicht. Respekt für die zweite Hälfte. Die erste war Schrott, die zweite war top. Respekt dafür. Das ist nächste Woche Topspiel. Wir sind da! 90. Minute, diesmal hat es noch geklappt mit dem Punkt. Letzte Woche ja nicht. Aber Boris, unglaublich, was er da ausgepackt hat. Aber ey, ganz ehrlich, dieser Punkt ist für uns mehr als verdient. Eigentlich hätten wir 3 Punkte verdient. Ja, lassen wir mal so stehen. Ne? Was für? Natürlich. Also, ich habe gerade hier ein TikTok bekommen, genau wo wir gespielt haben von Lars Holzi. Keine Ahnung, was der wäre. Oder wir haben die dominiert, sogar noch Abseits-Tor, ein Elber nicht gegeben. Ja, okay, gut, das aber so ist Fall, halt ja. Kreisliga, ein Punkt. Und nächste Woche Topspiel, Spitzenspiel gegen den Ersten. Oh yeah.